Hallo liebe Griller-Freunde, hier ist wieder eure Griller-Queen. Heute geht's weiter mit unserem Oktoberfest-Special, mit meinem Aldi-Einkauf. Ihr könnt ja mal hier rüber gucken, ich habe euch das mal ein bisschen vorbereitet. Ich möchte heute mit euch Brezel backen, auf dem Grill. Ne? Das machen wir jetzt mal einfach so. Die wollen wir aber auch schön füllen. Guck mal, hier sind meine Brezel. Die gibt es ja das ganze Jahr bei Aldi. Deswegen ist es eigentlich eine tolle Sache, die kann man immer in der Gefriertruhe haben. Ich habe sie jetzt aber heute extra für euch besorgt, damit wir hier das schön zünftig füllen können. Wir füllen das nämlich heute mit einer, guck mal hier, Bierkugel. Die gab es auch in den Krabbelkörben, von denen ich schon erzählt habe, an denen man ja echt immer vorbeiläuft. Weil, also habe ich ja schon gesagt, ist irgendwie so komisch, da jetzt Fleisch rauszuholen. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Gegessen habe ich sie auch noch nicht. Ich fülle meine Brezel heute mit, also erstmal brauchen wir ein Ei, wir brauchen Zwiebeln, Lauchzwiebeln, wir brauchen Käse. Dann habe ich von Aldi die Spätzle besorgt, die gibt es ja auch das ganze Jahr, aber heute brauchen wir sie ganz besonders. Dann haben wir Creme Fraiche, saure Sahne, etwas Schmand, der Sahnekäse, der Schmelzkäse und hier habe ich noch ein ganz bisschen von einem Kräuter. Frischkäse, den wir auch mit da reinpacken. Und zum Schluss kriegt das Ganze noch ein kleines Tüpferchen mit den Röstzwiebeln. Und bei Aldi gab es jetzt auch im Angebot zu den Oktoberfestwochen den Almdudler. Habe ich schon 100 Jahre nicht mehr getrunken. Und jetzt erzähle ich euch meine Geschichte. Ich glaube, die weiß mein Mann hinter der Kamera auch nicht. Ich habe mal gemodelt für Almdudler und ich habe Fotos für die gemacht und ich glaube, es gab sogar einen Pappaufsteller in Getränkeläden. Aber irgendwie hat sich das Getränk bei uns hier im Norden nicht so durchgesetzt. Also gesehen habe ich es nie, aber ich war auch noch sehr jung, muss ich dazu sagen. Ja, aber das habe ich wirklich mal gemacht und den möchte ich heute auch mal mit euch mal wieder probieren nach so langer Zeit. Ich muss lachen, es tut mir leid. Du hast Almdudler schon letztes Wochenende probiert und sagst, du magst es nicht. Ja, das stimmt. Aber ich habe gedacht, vielleicht hatte ich ja letzte Woche eine Geschmacksverirrung. Oder? Kann ja auch sein. Wir gucken. Bis gleich. Wir fangen jetzt an, unsere Füllung vorzubereiten. Dafür brauchen wir erstmal drei Eier. Schlagen wir auf, kommen da rein. So. Die Eier müssen jetzt schön aufgeschlagen werden, damit wir weitermachen können. So. Guckt hier, so sieht das Ganze dann aus. Das reicht auch schon. Und nun kommen einfach alle Zutaten hier rein. Jetzt haben wir hier den Schmand. Dann haben wir hier die saure Sahne. So. Die kommt auch komplett da rein, der ganze Becher. Einfach Rinder. Dann kommt unsere Creme Fraiche. Und das sind alles echt noch Produkte. Also ich gehe ja unheimlich gerne einkaufen, muss ich sagen. Und ich gehe einfach gerne Schnapper einkaufen. Und bei Aldi kannst du ja einfach auch gute Produkte kaufen für immer noch okay Geld. Und das sind alles noch Produkte, die einfach, wo noch keine utopischen Preise drauf sind. Ne? Also bei Butter kriege ich auch immer einen Schock. Bei Öl, da muss ich ja gar nicht drüber reden. Aber das sind alles noch Sachen, die echt noch für einen Geldbeutel nicht so schmerzhaft sind. Der Sahnekäse, davon geben wir nur einen halben rein. Ich lege mal kurz einen Löffel hier hin, dafür habe ich nämlich einen kleinen Löffel. Da geben wir nur einen halben rein. Aber der ist immer lecker, der passt überall zu. Käse, viel Käse hilft einfach immer. So, sehr gut. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt werden wir das Ganze einfach mal so ein bisschen durchrühren. Und das zu einer Masse rühren. Guckt mal hier. So. Ich glaube, ich nehme nochmal den Schneebesen dazu. Ist einfacher. Genau. Also wenn ihr jetzt ein Fest habt zu Hause, ist das einfach mal eine schnelle, geile Sache. Da könnt ihr diese Brezel, sind ja auch, wie gesagt, echt vom Geldbeutel her erschwinglich. Und ich guck mal kurz, 10 Stück sind da drin. Ne? 10 Stück. Und diese Füllung, die ich jetzt hier habe, die reicht locker für 10. Also, und ich sag mal, Kostenfaktor ist jetzt hier zusammen, also ohne Almdudler, nur das Brezel, keine 5 Euro. Und ihr habt 10 Brezel und die Leute werden richtig satt davon.
kann man einfach am Wochenende, wenn ihr so eine bayerische Party macht oder so, einfach super machen. Jetzt kommt unsere Wurst, unsere Bierkugel, die ich selber auch noch nicht probiert habe, habe ich ja schon gesagt. Aber ihr könnt da auch normalerweise Schinken nehmen. Mein Messer schneidet nicht, doch jetzt. Ihr könnt auch Schinken nehmen, ihr könnt Speck nehmen, also Bacon. Ja, da könnt ihr reinpacken, was ihr wollt. Das ist ganz euch überlassen. Jetzt, weil wir Oktoberfest-Special machen, nehme ich jetzt diese Bierkugel. Und das testen wir jetzt einfach mal aus, wie die so da drin schmeckt. Die werden wir jetzt auch klein schneiden. Na, relativ klein. Guckt mal so. Und das werde ich jetzt erstmal machen. Und wenn ich das fertig habe, dann zeige ich euch, wie das Ganze aussieht. Also meine Bierkugel ist zerkleinert. Und hat hier drin Platz gefunden. Ich habe jetzt so eine halbe Bierkugel genommen, weil wir nämlich jetzt auch noch Spätzle mit da reinpacken. Ich habe eben gerade die Bierkugel auch gar nicht mitgerechnet. Ich weiß jetzt gerade nicht aus dem Kopf, was die kostet. Die ist ja nun, wie gesagt, ein Special. Dann sind wir natürlich weit über 5 Euro. Aber naja, grundsätzlich ist das schon eine tolle Sache, die man mal schnell für seine Gäste machen kann. Jetzt habe ich hier, packe ich so ein paar Spätzle noch mit rein. So. Und dann kommen unsere Lauchzwiebeln, Frühlingszwiebeln und ein ganzes Paket Gouda-Käse. Kommt hier einfach noch mit rein. Dann rührt ihr das Ganze nochmal um. Könnt vorher auch nochmal ein bisschen salzen und etwas pfeffern. Da auch bitte so, wie ihr es für richtig haltet. Und da will ich keine genauen Angaben machen. Das macht ja jeder immer so, wie er es möchte. Und jetzt mischen wir das Ganze nochmal schön durch. Guckt mal hier. Kann man sich jetzt schon gut vorstellen, oder? Also das ist wirklich so eine Masse. Könnte man jetzt auch auf so ein Baguette streichen und einfach kurz auf den Grill und ab in den Magen. So, fertig ist das. Dann kommen unsere Brezel. Die habe ich hier schon vorbereitet. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Brezel auf dem Grill gemacht. Das ist jetzt unsere Premiere. Aber warum sollte es nicht gehen, ne? Also, das versuchen wir jetzt einfach mal. Also, dieses Rezept geht im Backofen. Definitiv auf dem Grill wissen wir nachher. Also, guck mal, jetzt füllen wir hier unsere Löcher. Und so ein bisschen so. Befüllen wir jetzt mit dieser Masse. Und dann wandert das Ganze bei 180 Grad indirekter Hitze auf unseren Grill. Genau, aber ich werde jetzt erstmal weiter befüllen und dann zeige ich euch gleich, wenn das Ganze rüber wandert. Jetzt wandern meine Brezel auf den Grill. Ich habe jetzt noch ein bisschen Röstzwiebeln drüber gestreut. Ich habe jetzt die beiden linken Brenner, also links und Mitte, sind aus. Ich habe den rechten an und habe mich so auf 180 Grad Deckeltemperatur eingependelt und mache jetzt den Deckel zu und werde natürlich ab und zu mal reingucken, weil ich ja nun auch nicht weiß, ob das hier so geht. Aber warum nicht, ne? Wird schon werden. Hilf es auf, ne? Egal. Zurück bin ich. Zurück bin ich. Wir haben ein bisschen länger gebraucht als geplant, weil unser Grill irgendwie nur 150 Grad bekommen hat, wenn ich den linken Brenner nur anhabe. Dementsprechend waren wir jetzt ganz mutig und haben noch den mittleren Brenner mit angemacht. Wir dachten aber, dass das Papier verbrennt, aber es hat alles gut geklappt. Ich finde, die Dinger sehen super aus. Mega. Mega. Und was ich noch sagen wollte, also diese Masse hat genau für 10 Brezel gereicht. Ihr könnt sehen, da liegen noch die 4. Also es war genau perfekt für diese 10 Brezel. Und wir haben jetzt auch schon wieder tierisch Hunger. Ich habe mir schon einen leckeren Almdudler eingefüllt. Und werde jetzt mal die Brezel runternehmen und die mit euch probieren. So. Oh, Heidi. Zack. Oh, ich glaube, das ist nämlich mal weg. Oh, Heidi, nein. Hast du Reste gefunden hier, ne? So. Ich würde sie aber jetzt noch mal ein paar Minuten abkühlen lassen, weil erstmal möchte ich mit euch zusammen probieren und mir nicht die Zunge verbrennen. Und zweitens kann der Käse jetzt auch noch mal so ein bisschen fester werden. Ja, aber wir warten jetzt mal ein paar Minuten ab und dann werden wir das probieren. Es sieht schon mal lecker aus auf jeden Fall, finde ich zumindest. Okay, nun ist der Moment gekommen. Ich habe jetzt eben gerade noch mal ein bisschen, das Salz ist ja immer in der Packung mit dabei bei den Brezeln, noch mal ein bisschen Salz drüber gestreut und jetzt wollen wir probieren. Es riecht auf jeden Fall super, muss ich sagen.
Ich habe Angst, dass es immer noch heiß ist. Und es ist bestimmt noch heiß, wie man sieht. Aber auch hier die Masse nicht rausgelaufen. Genau ideal. Könnt ihr so hochnehmen, ne? Nur, dass ihr es einmal seht. Also das ist schon echt ganz geil. Also kein Schmierkram oder so. Jetzt wird probiert. Heiß. Ja. Ja. Diese Bierkugel, ja, ist eben klar wie Bierschinken. Jetzt, wo ich, ne? Also man kann ja auch ganz normal Bierschinken kaufen. Schmeckt genau wie Bierschinken. Passt da perfekt rein. Geile Sache. Ich finde es mega lecker. Und wie gesagt, es ist ja auch nicht jetzt nur immer Oktoberfest. Aber ich muss sagen, Aldi, super. Bierkugel schmeckt echt. Also auch wenn sie im Grabbelkorb liegt, schmeckt aber. Brezel kriegst du ja das ganze Jahr. Aber diese Kombi ist einfach eine geile Sache. Könnt ihr auch das ganze Jahr machen. Packt da einfach, habe ich schon von gesagt, Bacon rein, Schinken rein. Wie auch immer. Salami geht auch. Ja, ich finde es aber mega geil. Und ich trinke jetzt noch meinen Almdudler, ne? Zum Nachspülen. Gucken, ob es heute besser schmeckt. Boah, es riecht schon komisch. Ah, das hat irgendwie... Huh, ich kann jetzt schon sagen, dass ich das nicht mag. Aber ich mache es für euch. Aufhören zu atmen, nur trinken. Ja, okay. Also Almdudler ist Geschmackssache. Wird sich bei mir auch nicht ändern. Ist nicht so mein Taste. Hat ein bisschen so einen Teegeschmack, finde ich. Hat irgendwie so einen kleinen Teegeschmack. Ich trinke keinen Tee. Also, naja, egal. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen guten Appetit, wenn ihr das hier nachgrillt. Und wie ihr gesehen habt, es geht. Die Brezel werden natürlich nicht so schön braun wie im Backofen, aber es ist also die haben eine ganz, ganz tolle Konsistenz. Dementsprechend super. Also, wenn euch das hier gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Like da. Schreibt mir in die Kommentare. Und wenn euch das richtig gut gefallen hat, dann lasst mir doch einfach ein Abo da. Ich verabschiede mich jetzt mit einem